So, hallihallo, jetzt mal eine kleine Testaufnahme. Heute von mir und Borderlands 2. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen weiter gespielt, bin schon Level 20. Ich mache gerade was, was nicht nur storyrelevant ist, und da wollte ich halt einfach mal das nutzen, um euch ein bisschen Gameplay zu zeigen. Ich habe ja schon das zweite Level vom Auto, also das erste ist halt das auf Borderlands 1 und das zweite ist halt das hier, wo du bis zu 4 oder 3 passen. Oh, da ist ein Gegner. Lass mal überfahren. Bam. Oh. Irgendwie kann ich den nicht überfahren. Ist ja auch egal. Und zwar geht es einfach nur darum, euch ein bisschen Gameplay zu zeigen und anzukündigen. Also, mein Borderlands 1 Let's Play mit Kumpels wird wohl noch zu Ende geführt werden. Und dann werde ich mich, wenn ich sie dann überzeugen kann, wohl mal an das Borderlands 2 Let's Play machen. Ansonsten kommt erstmal ein bisschen Gameplay. Und wie gesagt, immer wieder mein Borderlands Let's Play Videomaterial. Deswegen sind ja ungefähr, also bei der Hälfte sind wir, glaube ich, ungefähr. Von der Geschichte her von Borderlands 1. Ich habe mir schon mal durchgespielt und ja, insgesamt ja, wird es da wohl noch eine Weile gehen. Also ich schätze, wir werden, wenn wir die ganzen DLCs noch machen, vielleicht in einem halben Jahr mal mit Borderlands, oh, wo fliegt denn das Vieh hin? Mit Borderlands 2 anfangen. Richtig anfangen können. Ja, ansonsten bin ich halt hier gerade am Nebenquest machen, die so indirekt mit der Story zu tun haben. Deswegen weiß ich gerade nicht, ob ich da vielleicht was rausschneiden muss, wenn ich hier die Echos einsammle. Also ich sehe hier gerade oben. Ihr seht daran auch, ich spiele auf Englisch. Also ich habe das direkt auf Englisch installiert. Ich weiß nicht, wie die deutsche Sprachausgabe ist. Aber ich vermute, sie ist wieder nicht so toll, wie es halt beim letzten Mal auch war. Und ihr habt gerade gemerkt, es gibt sogar inzwischen eine Physik für die Autos. Was ich ja noch ein bisschen bemängelt habe beim ersten Teil, dass die sich halt fahren wie auf Schienen, dass da nicht viel ist. Gibt es hier jetzt wirklich, die springen rum, die rutschen, die sliden und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mal kurz nach der Brücke demonstrieren kann. Vielleicht, wenn ich da hochfahre. Ja, ihr merkt das schon, die greift auf Asphalt besser und auf hier rutscht er halt rum. So ist das ungefähr. Ich glaube, ich konnte es demonstrieren. Ja. Testen wollte ich eigentlich auch meine Bildwiederholrate und ich bin ganz gut bei 60 Frames dabei, von daher habe ich da nichts zu bemängeln. Von daher geht es eigentlich alles klar, um das dann auch aufzunehmen und hochzuladen. Ja, wie gesagt, Physik. Ja, achso, das Auto hier gibt es in zwei Ausführungen, einmal mit diesen explosiven Fässern, die ich hier werfen kann. Beziehungsweise haben alle Fahrzeuge halt von dieses Mini-MG dran. Und das andere ist mit solchen, ja, Sägeblättern im Prinzip. Ich muss hier also hier rein, okay. Ja, und halt die zwei Schützen, also sozusagen Fahrer, Schütze sind die zwei Plätze und da hinten drauf noch zwei normal. Die können halt ihre normalen Waffen benutzen, wenn sie wollen. Wenn sie nicht wollen, lassen es halt sein. Hier, fressen eine Granate. Wie ihr merkt, ich bin etwas overlevelt hier. Ich brauche nicht mal mein Action-Skill einsetzen. Stirb. Also ganz ohne ist es immer noch nicht, aber. Aber ich bin so relativ schnell tot. Achso, ich kann euch noch zeigen, was ich gerade gefunden habe. Ein Raketenwerfer. Mit fast 3000 Schaden. Bumm. Oh, der überlebt es sogar. Bumm. Der erste, den ich sehe, das überlebt. Die anderen sind immer sofort instant tot gewesen. Dieses Stoker hier, diese unsichtbaren Viecher da, die da rumrennen können. Was ballert denn da hinten noch nicht? Aua. Angeführt wie irgendwie Säure oder so. Der war tot. Sofort. Der auch. Der auch. Oh, die beiden sogar. Wow. Ja, der hat Feuerresistenz, deswegen hat er vorhin wahrscheinlich auch überlebt. Die sind natürlich, wenn sie gepanzt sind, gegen Feuerresistent. Dann ist die doch nicht so geil, wie ich dachte. Schade. Oh, nee. Badass Loader mit Feuer. Na super. Vielleicht zwei Badass-Loader wollen mich verarschen.
What the fuck? Sonst noch Wünsche? Oh, der erste ist tot. Oh, nach 600 Leben. Stopp. Oh, der zweite ist tot. Sorry, dass ich gerade bisschen nicht rede, weil ich war jetzt etwas konzentriert. Die sieht gut aus. Ich glaube, die nehme ich mit. Wie viel ist denn meine wert? Meine ist wert 339. Schaden macht es deutlich mehr, aber es ist ungenauer. Und sie braucht 3 Ammo pro Schuss. Nein, das mache ich nicht. Mir reicht meine mit 2 Ammo pro Schuss schon aus. Das ist wenig, also viel. Oh, da gibt's Leben. Ihr seht, ich bin Krankenschwester unten. Schwere Krankenschwester, wo was auch immer schwere Krankenschwester heißt. Ja, nimm auf, danke. Deswegen regeneriert mein Leben gerade langsam. Insgesamt gefällt mir Borderlands 2 doch deutlich mehr als Borderlands 1, weil es einfach. Wow. Weil es einfach deutlich, wow, deutlich bunter ist. Ich finde, es passt einfach besser zur Borderlands-Welt, es ist bunte. Und farbenfroh, diese graue Welt, die hat mir bei Borderlands eigentlich nicht so ganz gefallen. Insgesamt gefällt mir das ganze Spiel ein bisschen besser, weil es runder ist, weil es schöner ist. Es gibt ein paar kleinere Bugs, aber es ist halt noch nicht so lange draußen. Ich vermute mal, es wird demnächst alles behoben sein. Also zumindest großteils behoben. Ich habe da eigentlich von Gearbox gute Erfahrungen gemacht. Und Borderlands 1, da war ja auch relativ bald alles rausgepatcht an irgendwelchen Bugs. Das hat jetzt auch nicht gerade den Ruf, besonders verbuggt zu sein. Was habe ich denn da jetzt drin? Beim End of Artifact, der Afterburner 400. Machen wir das Schild größer. Das nützt mir im Kampf direkt mehr. Cooldown brauche ich nicht noch niedriger haben, ich habe den schon so niedrig genug. Dahlwaffen werden da erhöht, okay. Ja, nimm. Danke. Vermutlich komme ich zum nächsten, zum anderen Quest nochmal her. Ist ja jetzt auch erstmal egal, wie komme ich jetzt denn da hoch? Soll ich jetzt richtig hinten rumlaufen? Das ist eigentlich eine Level 16 Quest, deswegen wundere ich mich eigentlich, dass ich hier so Probleme habe, wie man die dann auf Level 16 schaffen soll. Also insgesamt, mir gefällt Borderlands 2 zwar deutlich besser als Borderlands 1, aber es ist auch deutlich herausfordernder. Oh, wenn man hier ein bisschen reinrennt, so wie ich jetzt gerade, und dann erst sieht, dass der Gegner sind, dann ist man da ganz schnell auf den Gegner umzingelt. Gotcha. Du bleibst hier. Critical. What the fuck? Da hat er das Lag. Ich halte dich nochmal statt. Oh, jetzt bin ich irgendwo hängen geblieben. Das sind halt so Bugs, dass man irgendwelche an Kanten manchmal noch hängen bleibt in bestimmten Kanten. Oder auch unbestimmten. Also ich finde die Sprüche einfach nur geil. Also ich mag den Humor von Borderlands. Es gibt natürlich Leute, ich mag auch die Grafik von Borderlands, es gibt natürlich Leute, die weder Grafik noch Humor mögen, die mit dem Spiel wahrscheinlich nicht so viel anfangen können. Jetzt komm her. Geht doch. Und ich finde halt beides schon ziemlich cool. Und die Spielmechanik gefällt mir auch. Also es ist halt von Items her ziemlich cool. Also es gibt echt so viele unterschiedliche Items. Hallo, geh auf. Und es ist einfach. Man hat schon das Gefühl, seine eigenen Sachen zu finden. Das ist irgendwie ein bisschen was zu individualisieren. Erst stirbt. Und du da auch. Was mir aber auffällt, ist, oder was euch auch hoffentlich auffällt, es gibt nicht mehr dieses schlimme Verstögeln. Ich habe ihm ja gerade einen Kopfschuss gegeben und da passiert nichts. Also, bei Borderlands 1, sind da immer die ganzen Sachen zersprungen und zerplatzt.
jetzt nicht mehr. Also, die haben ja den Gewaltgrad, was das Platzen wenn es angeht, ein bisschen runtergeschraubt. Ich spiele jetzt auf einer normalen Radeon. Also, von, ja, von einer Radeon 6950 Pro. Die reicht für ohne Physik-Effekte locker aus. Wenn man, wenn man Physik haben will, braucht man dann doch schon ordentlich was an Nvidia-Hardware. What? Bullloader? Hold it! Nie gesehen. Okay. Wenn man auf die Gelenke schießt, macht das nämlich kritische Hits. Dann kann man bei den Robotern sogar die Sachen abschießen. Wie kriegt das rein? Da! Ich hab was gesehen. Cool. Ja. Ja, da drin ist okay. Na, super. So viel zu da drin ist es. Und ich springe natürlich runter, ich Idiot. Komm ich jetzt, da komme ich doch wieder hoch. Ups. Also erstmal irgendwie in den Turm rein und den ganzen Scheiß ausschalten. Komme ich in den Turm rein? Schrecklich, wie komme ich da hoch? Muss ich jetzt unten rein? Das ist, was bei mir die meiste Spielzeit frisst. Verstehen, wo man hin muss. Da rein? Schade. Nee. Hey, was wollen die denn von mir? Ich raff's nicht. Ich kann jetzt da runterspringen, aber das nützt mir doch nichts. Ich komm mir da nicht rein. Wenn ich hier dagegen laufe, ich bloß Schaden. Ja, nicht. So eine ganze Weile, ich glaube, hier. Die blöden Explosionsloader. Also, als ich erstmal EXP-Loader gesehen habe, habe ich mir gedacht, hä, was soll denn das sein? Ich kann ja jetzt hier. Ach, Moment mal. Das wäre zu einfach gewesen. Es kann, dass ich jetzt gleich schneiden muss, weil das ist jetzt hier immer Geschichtssachen. Deswegen verzeiht mir, wenn hier kein Schnitt kommt. Ja. Ich glaube, das kann ich dann doch drin lassen, weil das ist ja nicht so viel. Ach doch, es verrät doch schon einiges. Von das will niemanden spoilern hier. Oh, kann doch jetzt auch vorbei. Idiot. Nein, nein, jetzt fällt das da runter. Ohne Scheiß. Ach, Dreck, ey, da ist das Blaues runtergefallen. Und ist natürlich weg. Ich wundere, wenn ich hinterher springe, bin ich auch tot. Na toll. Ah, fuck it. So, ich glaube, das hier nehme ich noch zu Ende, weil wenn ich eh schon hier bin. Ich habe nämlich nicht dafür gedacht, dass ich da runter hüpfe. What? 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 Oh oh. Na, ja, ist hinter alles gekommen. Das ist übrigens Slag. Das Element gab es im ersten Borderlands nicht. Das ist ein lila Element und wenn das Diamond mit bedeckt ist, machen dann alle anderen Waffen Schaden, alle anderen Schadensarten, die kein Slag sind. Also mich immer irgendwie an Swag. You got Swag, man. Alle, die halt kein Slack-Schaden sind, machen dann mehr Schaden. Und dafür gibt es sogar ein Achievement, dass man einen bestimmten Bonusschaden erreicht. Also eine bestimmte Höhe an Bonusschaden. Ja, nimm mit. Nimm mit. Alles schlechter. Okay. Zack. Zack. Danke. So, hier gibt es wohl nichts mehr. Wie ich das so sehe. Deswegen, wo muss ich denn als nächstes hin?
Ach ja, und ich spiele gerade die Sirene sozusagen, die Maya. Ist vielleicht nicht die beste Wahl, weil am Anfang ist ihr Action-Skill doch relativ schwach. Also sie ist halt gut im einen Gegner rausnehmen und dann den töten und dann den durch den nächsten vornehmen. Das ist aber halt doof, wenn dann mal eben 20 Gegner auf sie zukommen. Bam! Also ich kann anfahren, nehme davon auch Schaden, aber ich kann nicht umfahren. Es gibt nicht eigentlich schon noch die zeigen, die Umfahrphysik, die finde ich auch ganz cool. Brauche ich aber glaube ich ein bisschen mehr Schwung wahrscheinlich. Weil sie brauchen weniger Leben. Vermute ich einfach mal. Oder ich brauche andere Gegner. Das war schon mal ein richtiges Beispiel für Scheißphysik. Das ist so, wo ich mir sage, irgendwie ist das komisch. Bei Bullymox zum Beispiel kann ich am Anfang ganz super umfahren. Weil die das inzwischen ist. Ist ja noch ein Gegner. Okay, dann fahre ich da hoch. Ich hoffe, wir kriegen mal meinen Gegner auf der Straße. Die konnte man nämlich echt super um, weil die sind nicht gegengeflogen wie sonst was. Das sah echt geil aus. Aber jetzt so die Gegner, die irgendwie im Boden stecken. Oh, und so, das ist irgendwie nicht so prickelnd. Und ich bin schon vorbeigefahren, ich halt. Ja, wenn man quatscht und dann noch aufnimmt und redet und dann auch noch spielen soll, konzentriert. Und ihr merkt schon an dem Mist, den ich rede, dass ich nicht so richtig konzentriert mehr bin. Schade. Naja, dann muss ich es halt mal irgendwann im Let's Play zeigen. Die finde ich eigentlich ganz cool. Also insgesamt gefällt mir das Spiel echt gut. Ich finde es nett gemacht, so toll. Irgendwie kann ich hier was abgeben. Wo kann ich denn hier was abgeben? Was zum Henker? Also das grüne Fragezeichen indiziert mir eigentlich, dass ich irgendwo was abgeben kann. Sanctuary. An old boyfriend of mine, name of Taggart, was hired to wipe out the stalker population a while back. He also adorably tried to write a book about his adventures in the Highlands. You find the chapters of his book, and I'll plagiarize the living daylights out of them for mine. Win, 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 as they say. Nobody says that. Hyperion suggests staying inside. The outdoors are dangerous, and do not have cable. Suppose there's a lesson to be learned in all of this. He who attempts to fight nature will get eaten. Sounded much more poignant in my head. Apologies. Schade, ich dachte, ich krieg hier irgendwie nochmal eine Zusammenfassung. Dude. Also ihr seht schon, ich habe momentan noch einiges an Aufgaben. Es gibt inzwischen auch Aufgaben mit Zeitbegrenzung und so, dass man zum Beispiel bestimmte Sachen an bestimmte Orte liefern muss und natürlich dort überall Gegner sind. Und man trotzdem die Sachen meistens so 2 Minuten bis 2 Minuten 30 liefern muss. Es ist schon nicht ganz so ohne. Robots, we of the town of Overlook thought you might give us a hand, so to speak. So, first item on the agenda, we're all dying of a brain disease. Hyperion, congratulate Harriet. Could get us 3 shipments of medication, we would live, which would allow me to keep paying you. Our medicine machine needs a new battery. Please climb the clock tower ladder and remove the clock's battery. Okay, das klingt jetzt nicht so schwer. Da soll ich hoch und die Batterie holen. Muss nur irgendwo da hochkommen. Mal irgendwie eine kleinere Waffe nehmen, die vielleicht nicht so im Weg rumguckt. Frage ist aber halt, wie ich da hochkomme. Direkt eine Leiter dran? Also es gibt immer jetzt. Ah, da gibt es eine Leiter. Gibt an vielen Stellen, wie ihr jetzt gerade seht, auch Leitern inzwischen. Also man muss nicht immer alles hochspringen. Inzwischen können die Leute auch Leitern klettern und vor allem auch Leitern bauen. So, darüber. Attention, Overlook Resident. Hier oben noch irgendwas? Ne. Da hoch. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es nicht mehr Waffenkisten an versteckten Orten gibt und so.
Ja? Too much touch, Dave. God damn it, really? Some jackhole broke the clock tower! How the hell am I supposed to know what time it is now? You found the battery. Plug it into our medicine machine and buy some skull shiver medication. Please. Once I find out who thought we needed a running clock more badly than we needed shiver medication, they will be thoroughly reprimanded. Okay. Ups. Also wenn du, ja, hast du schon recht, wenn du brauchst, anstatt dann. Almost dead. I can fix that. Welcome to Thank you, but we need two We're more so medicine shipments. To see you. The next is carried by a traveling Hyperion requisition officer wandering the Highlands. Get the medicine from him. Without his guards, I'm sure the salesman will give you a good price for his medicine. I suggest killing them politely, if possible. Wie tötet man jemanden höflich? Also ehrlich. Achso, wenn ich wundert, dieses. Sagt da Mission Available, aber ich weiß, dass das wieder so eine Zeitmission ist und es mir gerade zu stressig, deswegen mache ich die jetzt noch nicht. Und Umständen mache ich die halt gar nicht, das ist, Moment, die habe ich vielleicht sogar da habe ich so armes Dealing. Die habe ich halt schon mal versucht, einfach alles angenommen, denn Moment, warum habe ich jetzt hier eine, wo ich Zeit abticke, das ist ja doof. Und habe es natürlich nicht gepackt, weil ich viel zu verwirrt war in dem Moment. Also wie immer. Damn. Oh, jetzt hab ich einen Händler gekillt. Na gut, dann so. Dann toter Händler. Ich hätte ja auch sonst den Händler am Leben gelassen, aber irgendwie war der gerade im Weg. Hope you've had your shots. Great. You're very efficient. I respect that. The last medicine shipment was being delivered by boat, but we lost contact. Find it, please. Oh, da war noch mehr. Ich habe, glaube ich, schon einiges an meinem Rucksack erweitert. So, jetzt habe ich alles wieder los. Also, achso, Erweiterung gibt es jetzt mit Iridium und so. Also, es ist ein weiteres, sozusagen, Währung, die man kaufen kann. Und da kann man sich halt jetzt die Erweiterung für den Rucksack bzw. für die Waffenplätze, also für die Waffenmunition kaufen. Boosten kann man immer noch. Ja, das werde ich dann wohl ein bisschen zusammenschneiden, beziehungsweise werde ich mich jetzt eigentlich schon mal verabschieden. Weil ich denke, das habt ihr eigentlich jetzt einen guten Einblick bekommen, wie so das Spielgefühl ist ungefähr. Hab euch auch ein paar Waffen gezeigt. Momentan ist halt meine Schrotflinte meine stärkste Waffe, deswegen, oh, das sieht irgendwie nach weiterer Story aus. Deswegen verabschiede ich mich erstmal von euch und wünsche euch noch einen schönen Abend und werde das dann zusammen hochladen, rendern und so. Das wird's dann morgen geben. Viel Spaß und bis bald.